Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind einem vorgestellt. Die Vorschau Nummer 3 ist das von Astro Ace. Eigentlich wollte ich gar keine mehr machen, aber wie ihr seht an dem Hangar-Symbol hier, da oben rechts ist so ein Schloss dran. Das habe ich zum Schluss noch entdeckt, da war die Folge schon vorbei. Da muss man wohl noch was machen können und das wollen wir jetzt nach dem Intro gleich mal checken, was das ist. Ne? Wahrscheinlich dieses Fadenkreuz, was wir da hatten. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gehen wir da mal rein und gucken uns das mal an, ne? Da, Enter und wir müssen nach da unten hin und eins hoch und jetzt Enter drücken. Und siehe da, Red Side. Das haben wir uns geholt, ne? Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist, aber wir nehmen es mal mit, ne? Hier war ja nichts. Und dieses Schiff ist ja ganz nett, aber ich glaube, das möchte ich mal ändern. Oh ne, andersrum. Ich glaube, dieses Startschiff war das, oder war das nicht das Startschiff? Ich weiß nicht, das will ich mal nehmen. Den BH-203. BH-203, richtig cool. Und dann wollen wir mal auf Launch gehen. Und dann checken wir nochmal, was das ist. Ist das der rote Faden da? Fall nach oben ist Liftoff, okay. Ah, dann sieht man, wo man hinschießt. Okay. Oh, ich muss schnell was anderes machen. Okay, der bremst schon mal gut ab. Und ich hätte vielleicht mehr schießen müssen. Ja, so ist das halt, ne? Nee, Restart ist schon okay. Lift off. Okay, ein Red Pointer ist das. Okay. Ja, da hat es mich erwischt. Ja, so gut bin ich dann doch nicht, ne? Der Mordrak, ne? Der hat übrigens das Spiel gekauft. Fand da richtig cool, wo ich das vorgestellt habe. Ist wirklich ein nice kleines Game. Aus dem Bildschirm raus. Das war es nicht. Auf ein neues. Vielleicht ist das doch nicht mein Schiff hier. Okay. Gestriffen. Okay, da hat es mich erwischt. Okay. Ich glaube, man muss immer schießen, ne? Damit man die anderen los wird. Vielleicht machen wir mal so einmal und räumen mal so richtig auf, oder? Ich weiß jetzt nicht, was dieses ist. Okay, jetzt haben wir eine andere Waffe. Ah, da hat es mich erwischt. Kurz vorm Level Up. Dann holen wir nochmal einen. Okay, den haben wir nicht erwischt. Okay. Okay, den muss ich da unten glaube nur einsammeln. Kaputt schießen konnte ich den nicht und jetzt verschwindet er. Nein, ich habe ihn noch bekommen. Okay. Okay, eine andere Waffe, die auch sehr cool war, aber da muss man dann ein bisschen
sich auskennt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Confirm, new paint job, okay. Neue Waffe wohl wahrscheinlich auch. Dann gehen wir doch nochmal in den Hangar zurück und gucken gerade. Also da ist der Paint Job. Diese Farbe. Aber ich nehme mal dieses Schiff, glaube ich, jetzt. Hier können wir auch was anlocken. Und zwar, der war das. Dann nehmen wir den nochmal und das Zielen können wir damit auch lassen. So, dann launchen wir mal und gucken, wie dieses kleine Schiff nochmal ist. Okay, das ist wie eine MG jetzt, glaube. Okay, die Reichweite ist aber relativ schlecht. Na, ob wir das so hinkriegen? Okay, man muss dann langsam fliegen. Und dann geht man kaputt. Restart. Ja, da muss man natürlich auch dran denken, dass man dann nicht vor die Wand fliegt. Okay, dann wollen wir nochmal. Okay, das ist auch nicht schlecht, das Ding. Da hat es mich erwischt. Nochmal Restart. Ah, das war jetzt doof. Ich habe den falschen gedrückt. Ja, man muss nicht immer jeden nehmen, ne? Man kann auch mal nebenher fliegen vielleicht. Was ist das? Energie? Wahrscheinlich, ne? Einfach mal nicht da reinfliegen, sondern einfach mal ein bisschen klüger sein. Ja, der hinten hätte mich sonst gekriegt, ne? Egal wie, war falsch. Lift off. Null Punkte. Muss man auch mal schaffen, ne? Hatte ich wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Okay, Munition geholt. Hier oben ist nichts Besonderes. Ich musste ja unbedingt daneben her, ne? So, jetzt wollen wir mal richtig spielen, ne? Mal so richtig mit Sinn und Verstand. Okay, kann ich auch schneller? Auch schneller kann ich auch. Ist ja auch cool, ne? Okay, jetzt aber. Jetzt machen wir mal Punkte, komm. Damage up stand da. Oh, ja, Damage up, super, oder? Das war es auch noch nicht, ne? Komm, noch ein.
Ich musste da ja reinfliegen, ne? Okay, auf ein neues. Energie haben wir geholt. Da gibt es auch noch was zu holen. So, letzten drei Versuche. Nur noch zwei. Der letzte Versuch. Ah, wir haben was unlocked. Neue Farbe. Nur neue Farbe. Machen wir in einer neuen Farbe, ne? Weil das ist ja auch, glaub, gerade der, den wir fliegen. Lach bestimmt an der Farbe, dass es schlecht war. Das haben wir gerade noch so geschafft, ne? Ja, 1200 Punkte nur. Aber die Gegner waren auch schon schwerer, ne? Ja, komm, einer geht noch, oder? Lift off. Oh, das war ein Versehen. Falsche Taste gedrückt. Gestriffen haben wir den. Nochmal gestriffen. Ah, ich hätte jetzt die andere Taste drücken müssen mit dem X. Naja, okay. Ach, komm, einer geht noch. Ja, jetzt habe ich die andere Taste gedrückt, die ich hält. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Ich denke, soll es reichen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch noch dieses den Laserpointer da kriegten, um dann besser zielen zu können. Coole Sache. Wahrscheinlich gibt es da noch ein paar andere Features ja auch, weil wir hatten ja hier im Hangar gesehen, kann ja nochmal reingucken. Da gibt es ja hier, ja, da nicht, aber hier gibt es ja, warte, da muss ich die Taste drücken, 25 Sachen, die man da anlocken kann. Und hier 26 Sachen, also auch sehr interessant. Also ich muss einen auswählen oder keinen auswählen, damit das geht. Und hier, da sind noch 10, ne, da sind auch mehr. Ist auch nochmal 25 Sachen wahrscheinlich. Ja, genau so sieht's aus. Und wer weiß, wie viele Schiffe es gibt. Wahrscheinlich auch noch einige. Warte, ich muss wieder einen auswählen. Gibt's da auch einen? Da gibt's auch nochmal 10. Naja, da gibt's auch was. Ah, guck mal, da sieht man so ein bisschen die Formen auch. Auch sehr interessant. Da gibt's also auch noch genügend. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Vorschau reichen und wenden wir uns das nächste Mal in einem anderen Projekt wieder. Und ja, ich weiß nicht, MTech war das so oder Mechte war das, glaube ich. Der war das, meine ich, der gefragt hatte, ob ich mal Dwarf Fortress spielen wollte. Also ich denke, da sind wir dran, da müssen wir mal gucken. Ne? Vorgestellt war, wie hieß diese Factory da? Smart Factory Tycoon oder sowas. Das ist das nächste, was wir wahrscheinlich dann machen werden. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao.